Moin, moin! Ja, ihr habt es gerade gehört. Mein Name ist Martin Sirp. Ich weiß, Sirp ist jetzt nicht so ein wahnsinnig prickelnder Name, gerade wenn man vor Leuten auftritt. Ich habe festgestellt, Sirp ist überhaupt kein Name. Sirp ist ein Geräusch. Ja, es passiert ganz oft, dass ich mir irgendwo vorstelle, Sirp, und die Leute antworten immer, Gesundheit. Und die zweite Schwierigkeit, die mein Name hat, dass die wenigsten Leute, wenn sie ihn zum ersten Mal hören, wissen, wie man ihn richtig schreibt, aber es ist eigentlich ganz einfach. Sirp schreibt sich S-I-E-R-P. Ich habe es auch mal vorbereitet für euch. S-I-E-R-P. Oder einfach Preis rückwärts. Okay, für diejenigen, die das nicht abstrahieren können, habe ich das auch mal vorbereitet. Ja, ganz, danke sehr. Ganz kurz zu meiner Person. Ich bin verheiratet, habe zwei Söhne und mein kleiner Sohn, der heißt Leo Sirp. Und wenn man das jetzt rückwärts liest, da gibt das zufälligerweise Ölpreis. Ja, auch das habe ich mal vorbereitet für euch. Das Schlimme dabei ist, er ist mittlerweile 13 Jahre alt und mir ist letztes Jahr im Urlaub zum ersten Mal aufgefallen, dass er rückwärts gelesen Ölpreis heißt. Aber er hat Glück gehabt, weil wenn er Mädchen geworden wäre, dann hätte er mit Vornamen Lana geheißen. Und das müsst ihr jetzt einfach mal selbst rückwärts lesen, das werde ich im deutschen Fernsehen nicht. Oh, jetzt ist hier vorne auch angekommen. Herzlich willkommen in der Sendung, super. Da hinten wird noch gerätselt, vielleicht könnt ihr helfen. Ich mache einfach mal weiter. Ich erzähle mal ganz gerne so eine kleine Anekdote über ihn. Er hat noch einen älteren Bruder und wir drei Jungs, wir waren von einer Weile zusammen Minigolf spielen. Da habe ich gesagt, okay, passt auf, Jungs, wer gewinnt, der darf sich hinterher was wünschen. Habe ich dummerweise selbst gewonnen, wie es manchmal so ist. Dann fragt er mich, Papa, was wünschen dir? Und ich wollte ganz clever sein. Habe gesagt, okay, passt auf, ich wünsche mir zwei ganz, ganz liebe Jungs. Daraufhin sagte er, oh nee, ey, nicht noch zwei Jungs. Ja. Das ist mein Problem. Meine Söhne sind lustiger als ich. Ich sage immer, die haben den Humor von ihrer Mutter. Weil ich habe ja meinen Humor noch. Hey, es war ein Scherz, ja. Ey, wenn man ihn machen kann, muss man ihn machen. So einfach ist das Prinzip, ja. Ich kann noch eine andere Anekdote erzählen. Ich komme neulich nach Hause, nach 5 Tourtagen, komme ich nach Hause, steht mein kleiner Sohn bei uns in der Veranda, schaut mich so von oben bis unten an und meint, oh, ein Vater Morgana. Muss man auch erstmal drauf kommen, nicht wahr? Ich poste diese ganzen Sprüche übrigens immer alle bei Facebook von meinen Söhnen, damit sie auf jeden Fall der Nachwelt hundertprozentig erhalten bleiben und damit ich sie irgendwann auch mal vielleicht nochmal gegen sie verwenden kann. Und ihr könnt übrigens, wenn ihr wollt, gerne mein Freund auf Facebook werden. Ich sag's gleich dazu, ich nehme jeden an. Ich hab's bitter nötig. Ne? Deswegen würde mich mal interessieren, wer von euch hat denn eigentlich auch hier Kinder? Oh, was ist dir? Das Glasauge rausgefallen hier vorne, egal, setz einfach wieder ein. Wer von euch hat Kinder? Einfach mal ganz kurz applaudieren, wer Kinder hat. Ja, okay. Mhm. Gegenprobe, wer von euch hat keine Kinder? Mal ganz kurz applaudieren. Ja, da wird sogar gejubelt, da freut man sich. Und wer ist sich nicht ganz sicher von euch, ob er Kinder hat oder nicht, mal applaudieren. Ah, okay, sind immer ein paar dabei. Da steht auch Foo Fighter auf deinem Shirt drauf. Wunderbar, wunderbar, sehr schön. Ich habe, wie gesagt, zwei Söhne, die sind mittlerweile 13 und 15 Jahre alt. Und ich habe festgestellt, dass so, die sind da so richtig fett in der Pubertät drin. Die Kommunikation hat in letzter Zeit etwas nachgelassen. Besonders schlimm ist es, wenn die aus der Schule kommen und man fragt dann zum Beispiel, na, wie war's? Dann kriegt man immer so diese Ein-Wort-Satz-Antwort, gut. Ja? Und wenn man sich dann noch erdreist, mal nachzufragen, was habt ihr denn gemacht? Habt ihr eine Arbeit geschrieben? Habt ihr ein neues Projekt? Kommt auch mal dieselbe Antwort, weiß ich nicht, habe ich vergessen. Ja, ich weiß aber, dass die nichts vergessen. Die wissen noch, dass, was sie zu Weihnachten, zum Geburtstag bekommen haben, von wem, als sie 2 oder 3 Jahre alt waren. Deswegen habe ich jetzt so eine WhatsApp-Gruppe gegründet mit anderen Vätern von Mitschülern meiner Söhne. Und das heißt, wenn irgendjemand von uns durch Zufall irgendetwas erfährt, stellt er es in die Gruppe rein, damit der Rest damit arbeiten kann. Ja? Ja. Und eine Zeit lang hatte ich als Druckmittel bei uns zu Hause das WLAN-Passwort. Jetzt hat aber mein älterer Sohn so eine Kindersicherung installiert. Jetzt komme ich da leider nicht mehr ran. Ich wusste, okay,
Es muss eine andere Lösung geben. Und immer wenn ich nicht weiter weiß, kaufe ich mir Sachbücher. Deswegen habe ich mir dieses Buch hier gekauft, kann ich sehr empfehlen. Dieter Bindig, der Verhörspezialist, ein Kommissar verrät seine Strategien. Ja? Da wird, in diesem Buch wird unter anderem die sogenannte Reed-Methode erklärt. Reed-Methode wird zurückgeführt auf John E. Reed, einem Polizisten aus Chicago. Kurz zusammengefasst funktioniert die Methode folgendermaßen. Den zu Verhörenden konfrontiert man knallhart damit, dass man ihm zu verstehen gibt, ich weiß so und so schon alles. Es ist also überhaupt nicht sinnvoll, dass du jetzt lügst, dir irgendwas ausdenkst. Eigentlich kannst du eigentlich alles erzählen, was du weißt. Da dachte ich, okay, alles klar, habe ich verstanden, probiere ich aus. Mein älterer Sohn kommt aus der Schule. Ich frage das Übliche, na, wie ist es gewesen? Er antwortet, gut, weiß nicht, habe ich vergessen. So, meine große Stunde. Sagt, du bist ein Lügner? Das ist die Methode, ne? Beruhigt euch. Du bist ein Lügner, du hast überhaupt nichts vergessen, du weißt ganz genau, was du gemacht hast, du willst es mir nur nicht sagen. Daraufhin guckt er mich von oben bis unten an und meint, das hast du doch aus diesem Buch von diesem Kommissar, was du die ganze Zeit liest. Und außerdem will ich dir mal was sagen, what happens in school stays in school. Und außerdem möchte ich meine Arbeit nicht nach Hause nehmen und mein Privatleben damit negativ belassen. So. Ja, da fällt dir erstmal nichts mehr ein. Da dachte ich mir, okay, ich kümmere mich jetzt mal um geringeres Problem, um meine Frau. Ja, habe ich mir auch ein Sachbuch gekauft, hier, dieses Buch, was Männer über Frauen wissen. Ich war auch relativ schnell durch. Ja, ja. Aber ich habe einen super Tipp für euch, wenn man in einer längeren Beziehung ist, wie kann man sich diese Frische noch nach vielen Jahren im Schlafzimmer halten? Ganz einfach. Febrés. Ja? Aber es ist wichtig in der Beziehung natürlich, dass man gemeinsame Dinge macht und erlebt. Und meine Frau und ich, wir haben jetzt das Tanzen wieder für uns entdeckt. Ihr wisst ja, Tanzen ist der horizontale Ausdruck eines vertikalen Verlangens. Ne? Und ich muss sagen, ich bin ja von Hause aus ein ziemlich guter Tänzer, wenn mich der Rhythmus nicht mal rausbringen würde. Und meine große Tänzerzeit ist mittlerweile jetzt auch schon so 25 Jahre her. Das lief bei mir immer damals so ab in der Disco. Ich stand da so lässig am Tresen, kam so ein hübscher junger Frau auf mich zu und meinte, hey du. Und ich so, hey du, bist du für den nächsten Tanz frei? Ich gesagt, na klar, super, kannst du mein Getränk halten? So lief das bei mir ab. Aber wir Deutschen, wir sind ja jetzt nicht unbedingt als die besten Tänzer der Welt. Wir sind nicht unbedingt die Brasilianer des Disco-Fox. Man sagt uns ja eher so nach, wir sind so die Bewegungslegastheniker. Aber es gibt ja so soziale Zwänge. Ne? Das heißt, man muss tanzen, aber hat eigentlich gar keine Lust dazu. Was weiß ich, bei Hochzeiten, bei Firmenweihnachtsfeiern, bei Beerdigungen, was weiß ich. Deswegen habe ich jetzt eine Methode entwickelt, wie man tanzen kann, ohne zu tanzen. Ne? Hört sich erstmal paradox an, funktioniert aber tatsächlich. Man muss ein bisschen basteln, aber es lohnt sich definitiv. Man braucht dafür zwei handelsübliche Knöpfe. Die können jetzt von einer Jacke, vom Hemd, vom Kopfkissenbezug sein. Ist völlig egal. Des Weiteren braucht man noch so eine Nylonschnur. Man kann auch Zahnseide nehmen. Damit verbindet man diese beiden Knöpfe. Also für die Leute, die weiter hinsitzen, dieser Knopf hier, der schwebt jetzt nicht hier so im Raum. Hier so Magic. Nein, der ist einfach mit der Schnur verbunden. Dann braucht man noch so Doppelteppichklebeband. Das klebt man hinten auf diese Knöpfe drauf. Dann wird das Ganze am Ohr befestigt. Richtig fest andrücken. Das ist immer ein super Moment für mich, weil ich weiß jetzt schon, was kommt. Und ihr guckt mich gerade an so. Was macht der Idiot da vorne? Ihr werdet es gleich sehen. So, zweite Ohr auch noch. So, wie gesagt, fest andrücken. Das heißt, wir haben jetzt so eine Verbindung geschaffen zwischen unseren Ohren. Ja? Das heißt, wir können die Ohren bewegen. Ja. Das ist jetzt im Moment noch nicht direkt spektakulär. Aber wenn ihr so vorbereitet auf eine Tanzfläche geht, wo Musik gespielt wird, bekommt das eine komplett andere Wirkung. Passt mal auf. Seht ihr, so viel Spaß für wenig Geld. Vielen Dank.
Danke sehr.